Und meins. Und sonst alles gut bei dir? Ist er denn hier überhaupt noch da? Oh, ich glaube, wir haben keine mehr. Wir müssen mal gucken, dass wir davon noch mehr kriegen, ey. Na, normalerweise sagt Jana ja eigentlich immer Bescheid, wenn sie weggeht, ne? Aber irgendwie, oder hat sie es gesagt und wir haben es nicht mitbekommen? Nee, da. Das letzte, was sie geschrieben hat, ist, dass sie blau ist und Ja, seitdem ist sie nicht mehr ich hab's da. gesehen gerade. Da ist sie vielleicht sehr blau geworden. Ich hoffe, dass sie den Energy nicht mit was anderem Getränkemäßigen verwechselt hat. Das wäre sonst vielleicht recht Keine Ahnung. ungesund. Bei dem Turm überlege ich gerade, dass ich die Innenseite erstmal lasse, um zu schauen, wie ich das dann innen ausgestalte. Und dass wir nur die Außenmauern erstmal haben, die relevant für die Form sind. Schaue ich mir noch einmal an, wo wir hier mit dem Turm waren, auf welcher Höhe. Und passe das dann ungefähr darauf an. Ist ungefähr. Ja, ich mache den, glaube ich, da es ja der Turm zur See hin ist, mache ich den, glaube ich, noch ein bisschen größer, dass da die Sichtweite so gesehen erhöht ist. So rein theoretisch, ob das Sinn macht. Rein Doch, das theoretisch, aber macht, glaube ich, Sinn. praktisch. Ja, praktisch würde dann Sinn machen, wenn da noch ein kleiner Turm wäre. Aber den mache ich, glaube ich, nach vorne hin zur Mobfalle sozusagen. Da kommt dann der etwas kleinere hin, der dann so im Nahbereich sich darum kümmern könnte. Okay. Das heißt, wir merken uns mal 142. Das wird die Höhe. Ist das okay für dich? Ist mir auch egal eigentlich. Ich weiß, dass es dir egal ist. Gut, dass wir uns da verstehen. Ne? Ist ja auch wichtig, dass man sich mal versteht. Ja, das ist aber auch wieder blöd mit dem Glas. Ja, das ist natürlich Wir blöd, können wenn daraus das. kein Klärglas machen, das halt eine Fläche ist. Aus dem Gefärbten jetzt meinst du? Getönten, ja. Ja, dafür hättest du ja das Clear Leaded genommen. Dass es eine Fläche hat. Ja, aber daraus können wir leider nicht machen, habe ich schon probiert. Ob es funktioniert. Ah. Okay. Ok, ok, ne? Naja. Ich muss gucken. Mach das mal. Aber guck nicht zu dolle, sonst tun die Augen weh. Naja. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Ja, guck mal, du hast jetzt hier Gott, schon ey, müde das ist Augen, gerade glaube so ich, ne? schlimm, ey. Ist aber auch wieder so eine ekelhafte Luft hier gerade drin. Dann, musst du mal hier was rausstellen vielleicht, ne? Dann ist die Luft auch ein bisschen klarer. Oder steht's Weil draußen? es so warm ist. Beantwortet meine Frage tatsächlich nicht. Warum nicht? Kundenservice ist verkackt worden von deiner Seite aus. Problem wurde nicht gelöst. Ich habe doch gesagt, weil es so warm ist. Also ja, die Luft steht draußen. Ja, und ich habe gesagt, damit wurde meine Frage nicht beantwortet. Ups. Doch. Nee, nee. Doch, Nee, doch. nee. Wollte auf was anderes hinaus. Ich muss mich trotzdem noch mal nach oben. Miau, Bitte unterlassen Sie das, ja? miau. Bitte. Miau, Bitte unterlassen Sie das. miau. Bitte unterlassen Sie das. Kannst du auch normal reden? Nö, gerade nicht. Habe NDC geschickt, alle Bilder perfekt.
Wenn der Turm ja soweit durch ist, dann mache ich mich gerne an den Turm ran. Der sollte ja, weiß nicht, in so einer halben Stunde maximal fertig sein. Glaubst du das? Meins schreibt auch, bitte unterlassen Sie das. Ne? Njung, njung. Bitte? Haben wir njung, noch, njung. Haben wir noch Stöhn, Brix? Aber wir haben noch Stöhn. Ach ja, so ist das. Das sollte reichen. Die reserviere ich mir schon mal. Dass der Zentus gleich nicht kommt und die wegschnappt, ne? Was? Dann sagt er gleich wieder, ey. Ja! Du verbrauchst sie alle! Da guckt er jetzt dumm. Auf einmal verstummt er wieder. Ich weiß gar nicht, was ich zu deinen Schwachsinn sagen soll, den du wieder von dir gibst. Am besten, also das ist so meine Empfehlung, die ich natürlich dann empfehle, die Empfehlung. Mhm. Worum ging es nochmal? Dass du doof bist. Wie bitte? Fräulein? Wollen wir mal ein ernstes Gespräch miteinander führen? Dachte ich mir. Das dachte ich mir, ne? Was redest dass du wieder? Dass du da jetzt kein ernstes Gespräch drüber führen möchtest, ne? Das ist ja dann nämlich auch wieder unangenehm hier, Fräulein, ne? Also... Ach, mach ja? Die Luken zu. Beim nächsten Mal, meine Augen sind offen. Beim nächsten Mal führen wir da ein ernstes Gespräch, ne? Das ist jetzt hier die letzte Verwarnung. Mach die Luke zu. Das ist jetzt hier die letzte Verwarnung, ne? Die letzte. Weiß nicht, ob du zählen kannst, also, aber... Also der letzte Dünsch ist, den du von dir gibst. Ist schon sehr nah am Ende dran. Das ist nämlich ungefähr... Der letzte Dünnpfiff, den du von dir gibst, ne? Ungefähr die letzte. Das hattest du fast richtig. Was da noch für andere Worte aus deinem Mund gekommen sind, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber... Das letzte ist ungefähr das allerletzte, grob geschätzt. Bin ja auch kein Mathematiker, ne? Ist aber nur bekloppt, ja. Wie bitte? So, jetzt kommt das ernste Gespräch, ne? Also, hör mal, ne? Wenn ich sag ernstes Gespräch, was stellst du dir denn unter einem ernsten Gespräch vor? Denkst du, dass wir hier Halligalli dann machen, oder was? Denkst du, dass das hier dann zum Spaß ist, oder was? So ein ernstes Gespräch? Ich weiß nicht, ob du den Ernst der ernsten Lage verernstigt hast, ne? Also Ernst ist schon ziemlich, ziemlich, ne? Nö. Also verstehen Sie den Ernst der Lage? Sag mal, hast du eine gebrochene Leitung oder wieso dauert das so lang zum Antworten? Oder, wirst jetzt gerade rot im Gesicht und dir ist das unangenehm, dass wir hier ein ernstes Gespräch führen. Dann können wir aber mal ein ernstes Gespräch darüber führen. Dann gibt's aber nur Müll von dir. Ja, dafür bin ich da. Das ist mein Beruf. Müll, 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 Müll. Ja, was kommt denn gerade aus deinem Mund, Alter? Das kommt auch ganz halt von dir. Nee, mein Müll ist wenigstens nicht inhaltslos, so wie dein Müll, den du gerade gemüllt hast. Nein, das ist doch genauso inhaltslos. Dann gib doch ein Thema vor, dass wir Inhalt bekommen. Sonst benutze ich weiter meinen sinnvollen Inhalt, der an Sinnvolligkeit kaum zu übertreffen ist. Du hast also die Wahl. Hast du ein... Ich sag ja gar nicht sinnvoll. Lieblingsthema, über das du quatschen möchtest. Das ist ein sehr interessantes Thema. Hast du da vielleicht noch Details für mich, sodass ich mich an der Konversation ein bisschen mehr... Wie sagt man, kannst mal kurz deinen Mund halten? Junge, Junge.
Nee, eigentlich kann ich das ehrlich gesagt nicht. Das nervt gerade ein bisschen hart. Ja, dann lass uns doch mal über ein Thema sprechen, damit es nicht hart nervt. Die Stille nervt nämlich auch hart und die versuche ich nur zu füllen. Mit Worten Themen. Ich ziehe einfach nur gerade Linien hoch, deswegen irgendwie. Wie gesagt, ich bin heute echt nicht fit. Ja, dann sag doch mal, gibt's was Neues von deinen Anime, die du schaust oder so? Neue Folgen, neuer Inhalt, irgendwie sowas. Neue Anime. Neue Serien, Filme. Irgendwas Spannendes. Hast du da nichts zu erzählen? Ich gucke in letzter Zeit keine Serien. Also ich überlege schon lange, dass ich Vikings mal wieder schauen möchte. Hast du Rick and Morty geguckt, die Serie? Nicht wirklich. Also ich habe mal ein paar Folgen reingeschaut, aber es waren vielleicht 4-5 Folgen oder so, sonst habe ich das nicht geschaut. Warum nicht? Ja, das fragen sie mich dann alle immer. Ist doch cool. Aber auf meinen... Ja, ich habe da bisher nie die Zeit und Ruhe für gefunden. Aber es gibt ja jetzt eine Animation davon. Ich habe da vorhin mal kurz reingeguckt, eine Folge. Ist nicht gut. Das ist... Ich weiß, warum Leute sagen, das ist nicht gut. Das ist halt wirklich nicht gut. Vor allem die deutschen Synchros nicht bei die Sprecher. Von der Story her nicht gut, vom Inhalt her nicht gut, von Design. Alles. Alles. Das ist ja eine ganze Menge. Wie gesagt, die deutsche Original-Synchro ist auch nicht drin. Ja, das ist kacke, wenn die sowas... Das ist sowas vor allem rauslassen. Gar keine hat die, ne? Alle ausgetauscht. Ja, dann haben die da wahrscheinlich ein anderes Studio dran gesetzt, die keine Verträge mit den Synchrosprechern hatten. Und das hat wollten. Netflix gemacht. Das hat The Animation, japanisches Animationsstudio jetzt gemacht. Okay, kenn ich gar nicht. Das sieht so... Das hat halt auch einen ganz anderen Style, das sieht halt gar nicht. Ach, ist das so ein 3D-Stil oder was? Nö, auch ganz normal Animation, aber also wie bei Rick and Morty. Nur halt der Style ist ganz anders, aber richtig anders. Okay. Ja, vielleicht wollen die nochmal ein anderes Publikum damit ansprechen und haben gar nicht auf das Stammpublikum geachtet. Ja, soll ja trotzdem schlechte Bewertungen haben. Ja, es dauert auch, bis sich so eine neue oder mehr oder weniger neue Serie dann etabliert. Das ist ja ähnlich wie bei Starfield, ne? Da hast du ja auch erst schlechte Bewertungen. Und das verbessert sich ja zum Beispiel nach und nach. Ja, ist so, doch so wie bei No Man's Sky gewesen, ne? Kommt raus, voll Mist, und jetzt ist es halt das meistgespielte Spiel mit. Ja, es war am Anfang auch sehr inhaltslos. Es war irgendwie auch nur so eine leere Hülle. Ist halt Ubisoft, ne? Soll ja raus, raus, raus. Und dann, naja. Ja, weil da, das war, glaube ich, noch, als das noch rauskam damals, das war noch so eine Zeit, wo viele Leute oder mehr Leute noch vorbestellt haben. Das machen ja jetzt durch solche Aktionen auch immer weniger Leute, dass die Spiele vorbestellen. Die Collections und so werden auch immer teurer. Und vor allem, und dann hast du gar nichts vom Inhalt. Ja. Hast du das mit Concord? Hast du das mit dem Spiel mit Concord mitbekommen? Concord? Ja, Concord, auch so ein Battle Royale. Haben die wird jetzt eingestampft. Ja, crazy. Hat, ja, hier Videos. 8 Jahre in Entwicklung, hat aber keine Spieler. Ja. Ja, wie dieses Vampirspiel von Bethesda. Da auch irgendein Battle Royale-Spiel gemacht haben, um ein bisschen schnelles Geld zu machen, aber es kacke bis zum geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, so scheiße ist das. Es gibt immer ein paar, die Spaß dran haben, aber sonst. Ich hab davon niemanden gehört. Ja, also. Die meisten kennen das auch gar nicht, wie gesagt. Der Name ist nicht geläufig. Ja, doch ein paar haben Spaß daran, aber sonst kannst du knicken. Ja, das muss ich ja auch noch machen. Ändern nochmal. Ja, muss ich meinen, dass da wieder gute Games rauskommen, ne? Ja. Das musst du ändern.
Ich habe letztens schon in meinem einen Cam hier gesagt, wo ich die Seemauer hochgezogen habe. Dass sie bloß Test 6 nicht verkacken dürfen. Sonst können sie Bethesda auch direkt schließen. Wenn die das verkacken. Weil das Ding ist, durch die neue Technik und so alles und durch die Dauer, die sie jetzt da schon für haben, seit 2018, seit dem Trailer, die Messlatte ist halt verdammt hochgesetzt. Und da dürfen die nicht so eine leere Starfield-Hülle uns einfach präsentieren. Ja, das liegt auch an der Engine, die sie eben genutzt haben, ne? Für Starfield haben die ja eine neue Engine komplett gemacht. Die ist ja komplett frisch, die sie jetzt auch für Test 6 dann verwenden wollen. Das war ja so, da war erst ein bisschen Pause für Games, damit die Zeit für die Engine haben, um die auf Vordermann zu bringen. Damit sie die dann für die zukünftigen Spiele jetzt verwenden Haben die ihre Engine nicht einfach nur überarbeitet? Ja, erweitert, wie gesagt, auf Vordermann gebracht. Ja. Vielleicht hat die Unreal Engine nehmen sollen dafür. Ja, machen sie ja nicht. Die machen ja immer ihr eigenes Ding, damit sie auch so wie die, halt dieses Creation Kit CD Projekt Red das gemacht hat jetzt, ne? Für welches Game? Für den vierten Witcher-Teil. Und für die Remakes von ersten und zweiten Teil. Okay. Ja, aber wie gesagt, Bethesda ist ja so eine mit einer fetten Modding-Community. Ja. Und da könnt ihr dann, glaube ich, nicht so Tools anbieten. Doch, mit der Unreal Engine kannst du trotzdem Tools anbieten. Ich weiß nicht, was da der genaue Hintergrund ist. Ich glaube, das ist sogar nochmal einfacher dann. Aber ja. Ja, wahrscheinlich hängt das mit Kosten- und Lizenzgründen zusammen oder so, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich wollen sie es einfach nur nicht. Ich glaube, dass sie einfach nur wollen, dass dann würden sie sich den Aufwand nicht machen, um so eine Engine zu machen, weil die Nummer 5 ist ja wirklich krass. Unreal Engine 5. Naja, deswegen halt, ne? Machen. Ja. Aber ja. Ja, so ist es. Ne? Aber wie gesagt, halt mit den Vorbestellungen, was du noch meintest. Das meiste ist halt nur noch 3 Tage vorspielen oder so, was noch drin ist. Für die Preise lohnt sich das meistens gar nicht mehr. Ja, aber also das ist ja, es fängt ja oft an irgendwie mit, keine Ahnung, dass du es ein Jahr oder so teilweise vorher vorbestellen kannst. Das ist halt, genau genommen nehmen die sich damit einen Kredit, damit die das Game weiter ein bisschen finanzieren können. Und dann wirst du halt oft enttäuscht, dass dann doch nur Scheiße bei rumkommt. Das war viel zu oft so und deswegen machen das ja glücklicherweise immer weniger Spieler. Bei ein paar Sachen, da kannst du es noch machen, aber bei sehr vielen halt gar nicht mehr. Wobei ich es jetzt halt auch nie wieder machen werde. Also Starfield war das letzte Game, wo ich es gemacht habe. Da wurde ich zum letzten Mal bitter enttäuscht und für mich fällt das jetzt raus. Dann warte ich lieber ein paar Tage. Oder wenn am Day One es noch heißt, oder bei der Preview, bei 3 Tagen vorher, wenn es da noch heißt, okay, geiles Game, ist schon, läuft schon flüssig. Ich will es halt bei Assassin's Creed machen, ne? Ja, da warte ich ja sowieso mal ein bisschen, bis das ein bisschen länger draußen ist. Ja, und ich will es halt unbedingt spielen. Vor allem, dann kann ich einen Tag vor meinem Geburtstag spielen, anstatt 2 Tage nach meinem. Wann kommt denn das nächste jetzt? 15. November. Ah, okay. Ja, ich freue mich auf Hexe. Das ist vielleicht auch so ein Titel, den ich mir nochmal vorbestellen würde. Man hat halt 3 Tage früh Zugang, ne? Ja. Aber das ist halt, die Ultimate kostet sogar schon 130 jetzt. Die Collectors war bei 279 oder so. Ja, die wollen sich das ja gut bezahlen lassen. Es ist halt echt teuer geworden, ne? Ja. So ist das. Was habe ich denn hier für Abstände eigentlich jetzt genommen? Das größte Problem ist halt, dass es viele Gamer gibt, die so einen Preis natürlich auch noch bezahlen, weil die halt Geld haben. Und es gibt halt nicht genügend Gamer, die sowas boykottieren, dass die Preise so hoch werden. Ja, das sie zu wenig Gewinn machen. Das größte Problem ist eigentlich diese verdammten Skyper? Skyper, ja. Ja gut, aber da führen sie ja andere Schutzmechanismen gegen ein. Also klar, ist kacke, wenn die das aufkaufen und dann noch teurer verkaufen, aber... ja, wenn die es machen würden, dann wäre ja gut, aber das schaffen die halt trotzdem, ne, zu kaufen und dann halt überteuert weg damit. Besonders bevor das draußen ist. Ja, das war bei...
ich weiß nicht, ob das bei Hogwarts Legacy so war, da hatte ich auch ganz kurz die Möglichkeit, aber da hätte ich das innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder so entscheiden müssen, für die Collector's Edition mit diesem Buch und so war das ja, glaube ich, was dabei gab. Okay. Dann hätte ich das gar nicht entscheiden können, ob ich das wirklich haben möchte für 300 Euro. Und dann zack, war es weg. Als ich mich dann mehr oder weniger dafür entschieden hatte und durchgerungen hatte, so, ja, okay, vielleicht hole ich es mir doch, da war es schon weg. Das waren wirklich kaum 30 Sekunden. Aber das Lustigste, trotzdem das Lustigste daran ist, viele bleiben ja drauf sitzen, ne? Ja, klar, bei solchen Preisen, die teilweise verlangen, ist das kein Wunder. Ja. Da lassen sich die Leute ja zum Glück recht wenig. Am besten sind ja noch. Vor allem kannst du da halt auch abgezogen werden, bis zum geht nicht mehr. Am besten ist ja noch das. Ja, so viel für die Collectors, aber ohne Spiel. Ja, genau, ja. Das ist, bei den Skypern meine ich jetzt auch, ne? Ich wollte mir halt nochmal die Collectors von Tears of the Kingdom holen. Ich hatte jetzt einen Preis gefunden mit dem Buch zusammen, also mit dem. Diese Komplettlösung halt als Buch. Sieht halt geil aus dazu. 100 Euro. Und das Spiel, ist halt trotzdem dabei. Ah, okay, ja, das geht ja noch. Also. Und 100 Euro ist schon. Die Collectors war, glaube ich, bei 120 oder so. Ja, crazy. Person wird es halt nicht los, ne? Ja, aber da musst du auch aufpassen, weil sowas, wenn es zu billig ist, dass du nicht verarscht wirst. Da gibt es ja auch leider viele. Du musst halt einfach wegen den Bewertungen auch gucken, ne? Ja. Und dann siehst du wiederum dann, ja, ohne Spiel, 150, 160 Euro trotzdem. Ja, denke ich mir auch, du mich auch. Ich will das Spiel auch haben. Zum Hinstellen. Ich habe mir das ja als Download-Version geholt gehabt. Mhm. Weil das ja, halt, das mache ich eigentlich nur bei Games. Ja, ich nicht, ich will ja zum Hinstellen. Ja, ich weiß, du hast da deine Regale, wo du alles drinstehen hast, aber da bin ich raus. Können wir das Spiel auch so separat hören, aber ich will gerne die Collectors noch haben dafür. Wir haben gerade Spring als Jahreszeit hier. Spring. Und deswegen halt, ich habe halt 4 Assassin's Creed Collectors. Mhm. Und die andere würde ich auch gerne noch haben. Aber komm. Ja, ist halt krass, wenn du umso mehr hast, dann hast du auch, glaube ich, noch mehr Wertsteigerung. Aber komm mal bei dem Preis überhaupt da wieder ran. Ja, weiß ich nicht. Was ist denn diesmal eigentlich drin? Ist das schon angekündigt? Ja. Ist wieder eine Figur von dem Charakter oder? Von beiden diesmal. Kannst du auch wechseln, okay. Kannst du auch wechseln diesmal. Ja, das hat irgendwie mitbekommen. Bin mal gespannt, wie das dann wird. Kannst halt Ninja oder also Assassine. Ja gut. Ja, das habe ich mitbekommen, aber ich frage mich halt, ob das nicht irgendwie so wird, dass du dann irgendwann einen Lieblingscharakter hast und dann so es schade findest, wenn du dann für eine bestimmte Quest irgendwie wechseln musst. Nein, das könnte ich mir musst halt du nicht vorstellen. Die haben schon gesagt, bestimmte Quests, nein, die haben schon gesagt, du kannst aussuchen, mit wem du spielst. Ah, okay. Du hast halt freie Auswahl, mit welchen von du spielst. Entweder machst du nur Hau drauf, ohne halt Deckung und alles. Oder du nimmst halt sie und machst halt alles in Schleichmission und so. Aber das kann man trotzdem zwischendurch auch wechseln. Ja, kannst du auch. Ah, okay. Ja, das klingt doch deutlich besser als da. Wenn ich halt richtig verstanden habe, aber das sollst du halt können. Einfach so wechseln können dazwischen. Ja, weil irgendwann, als ich da mal, das ist auch schon ewig her jetzt, dass ich da einen Artikel drüber gelesen habe, da hieß es damals noch, man muss dann für bestimmte Quests muss man den Charakter nehmen und für andere den und dann ist man da irgendwie so dran gebunden und dazu gezwungen. Und da dachte ich mir halt dann direkt so, ja, irgendwie nicht so geil. Weil wahrscheinlich schön oben im Header, schön groß dann als Überschrift noch drin, ne? Wie meinst du? Wegen dem Teil, ja. Du kannst das nur so und so machen. Ach so, ja. Ja, das ist doch hier nur Clickbait wieder gewesen, Mann. Weiß ich nicht. Wenn es jetzt auch anders ist, dann. Nee, dann es wurde extra gesagt, dass man auch freie Auswahl hat. Was sich viele auch beschwert haben, deswegen. So. Oh. Der nächste Turm steht. Mhm. Also zumindest der Teil, den wir brauchen erstmal. Den Innenteil unten lasse ich, wie gesagt, erstmal weg. Da schaue ich dann, wie ich es mache.
Dann schmeiß ich mir jetzt die Bilder hier auf den Bildschirm. Oh, schön in der Pocket Edition von Mainz gebaut. Oh, schön viele Bilder. Das ist super. Von oben mache ich mir einmal auf zum Abzählen. Ich glaube, Mainz ist auch da nicht mehr haben da, wir, ne? Oder gerade glaube ich nicht. Gerade glaube ich nicht. Ich hoffe, das kriege ich von der Größe richtig hin. Ah, hier kann ich nochmal. Okay, 5x5 so gesehen. Jetzt ist einmal die Frage, wo ich den hinbaue. Kann ich was hatte Mainz da damals noch gesagt? Er hätte gesagt, Mainz. Dorf war das gerade, Mainz. Nee, Mainz. Das habe ich gesagt. Nee, das ist auch Mainz. 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 Ja? Gib mir hier gerade auf. Woher ist das? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube von Peter Griffin. Findet Nemo. Ja, das kann auch sein. Ich glaube, im Dorf wollte er den gerne haben. Und du weißt doch, einige Serien nehmen das dann doch auch über. Und packen das ja, kann sein. Rein. Ich glaube, ich kenne das von Peter Griffin, wie gesagt, dass er das dann auch irgendwie in der Folge... Aber ich glaube, der hat auch vieles gesagt, dass es woanders gibt. Es ist normal. Wenn es halt gut ankommt, wird immer mit reingemacht. Ja. Ja, oder ich mache es so beim Feld ungefähr mit hin. Der kleine Turm. Der wird dann wirklich süß aussehen, Alter. Nee, ich probiere das mal hier ins Dorf rein zu quetschen. Das ist, wie gesagt, was ich in Erinnerung habe, was Mainz auch gerne wollte. Ins Dorf? In unser Dorf, was hier dran anliegend ist. Okay. Hast du es schon vergessen, dass wir hier ein Dorf bei uns haben? Nö, habe ich nicht. Okay, das glaube ich dem. Oh nee, ich habe mein... Oh nö. Nö. Doch. Ich habe sogar ein paar Mossi. Ein paar Möslich. Müslich. Achso, und Stairs brauche ich glaube ich auch, wenn ich das richtig sehe. Dann nehme ich erstmal die mit, die wir hier haben. Quest. Craft for... Okay. Da sind noch ein paar... Hattest du eigentlich reingeguckt, was mit dem Update drin war jetzt? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss mal gucken, was ist hier auch noch. Dann mache ich mal so ein Deck ungefähr. Dann sowas hier. Natürlich haben wir keine Sticks. Wir hatten ja zuletzt, ich glaube, 9 HF, ne? Ja, hatten wir. Nee, HF hatten wir nicht. Doch, die normale. Achso, ja. Da hast du extra gesagt, nicht HF, sondern... Sorry. Ja, sollte dir auch wirklich leid tun, ne? Mit HF kam nur... Ne, wurde Jos... Irgendwie Jos BR runtergenommen. Notes, es ist Hotfix Release. Okay, dann das war nur Hotfix. Türchen. HF2. Removed Minifex. Put Spilloids on Clear Time due to Server Crashing. Also da wurde auch wieder Hotfix. Dann Version 2.0. Mhm. Apocalypse Origins. Taumon. Not in Night Animations. Update Amethyst. Emboems. Also. Bats Gallery. Blood Matrix. Faster Peeping. Physi Config. Moonlight Lip. Neruina, okay. Was haben die Mods eigentlich manchmal für Namen, ey? Puzzle Lip. Ja, Beyblades and such. Dann wurde die Karte hat Update bekommen. Ja, das haben wir ja gesehen. Removes Beloids,
Data from clear, time now. Set mod is updated. Update feasibility quest with mounts in shop. In Klammern thanks now. Okay. Wo sind denn hier überall Wasserquellen?